Hey Leute, ich bin's Andreas. Schön, dass ihr da seid. Neue Location. Hi. Knallbande. Na, alles fit. Schönes Panorama. Und heute reden wir über den Namen Jennifer. Jennifer bedeutet die weiße Wange. Unser Name ist recht weit verbreitet. Berühmte Jennifers kennt ihr mit Sicherheit. Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Jennifer Finnegan. Es gibt also sehr viele Jennifers, die berühmt sind. Und ich kenne auch so einige Jennifers. Und der Name ist halt so typisch 80er-Jahre-Name, sag ich mal. Genauso auch halt wie mein Name auch, Andreas. Auch so ein 80er-Jahre-Name. Und vom Klang her Jennifer. Ja, den mag ich so, Jennifer. Und so Kurzform von Jennifer sind halt Jenny, Jen. Und Varianten von Jennifer sind halt mit F, mit Doppel-N, mit ein N, mit PH, mit Doppel-F, habe ich schon gesagt, ja. Und dann auch alt mit, habe ich auch schon mal gesehen, mit Jennifer, mit Y und dann halt, also J-N-N-Y-P-H-E-R, also Jennifer. Ja, und Verbreitung ist recht hoch. Mein Name auch recht beliebt ist und ja, und im Bereich Promis gibt es mal eine Schauspielerin, die Jennifer Lawrence, kennt ja jeder, von Tribut von Panem. Ich mag die Schauspielerin, die sieht erstens gut aus und die ist auch erfolgreich. Ja, und halt Jennifer Lopez, die berühmte Latina-Sängerin, wissen wir, die hat zum Beispiel auch den Song gesungen, Ein Tja Mama. Ja, wie gesagt, ich mag den Namen, ich bin ein Fahrrad hier, wie ihr sehen könnt. Ist auch spontane Aufnahme jetzt. Ja, und zum Abschluss halt, ja, ich grüße alle Jennifers da draußen. Falls ihr kennen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder Kommentare unten lassen. Ja, und ach so, ja, zum Namen Jennifer noch, genau. Es gibt eine berühmte Jennifer und die da und ja. Die Gwynifer, das ist die Frau von König, was ist mal aus England, der ist doch mit dem Schwert, wenn es nicht einfallen. Der Gwynifer, die Frau von, sagt auch den berühmten König mit dem Schwert da. Gwynifer, wie heißt der König nochmal? Schwert, fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, Gwynifer ist halt die Frau von dem berühmten König. Ja, genau, ist mir eingefallen. Und zwar die berühmte Gwynifer, die ist nämlich die Frau von König Arthur gewesen, genau. Und das wird jetzt im Video zu hinzukommen. Und ja, ich jetzt ergänzt und da ein bisschen. Ja, was das Video gefallen hat, Daumen hoch, was nicht, Daumen runter. Und das mir gewünscht. Und tschüss alle Jennifers und ganz willkommen alle Jennifers. Ja, sag ich mal, bis zum nächsten Mal und tschüss.